vergessen. So, als würde es hier noch irgendwas geben müssen. Aber das ist ja, das sah, ich dachte erst, es wäre ein Hügelgrab und da wäre ich wahrscheinlich nicht reingegangen. Hatte die Form quasi. Aber nee. Ist einfach nur die Schmiede. Was cool ist. Dann pilgern wir mal weiter. In diese Richtung. Da war ja doch unser Questziel irgendwo dann. Wenn wir hier das Tal entlang gehen. Mammut. Ich hoffe, dass Mammuts nie immer mit Riesen umherziehen. Das wäre echt scheiße. Dann wäre ich jetzt nämlich gleich wieder tot sein. Psch. Ja, diese Riesenviecher. Okay. Tja, nee, das hier gehe ich nicht hoch. Ich gehe den Weg da lang. Genau. Na, ich guck mal, nicht in die Ferne. Was bist du denn? Oh. Kackbu. Brauchen wir wieder zwei Pfeile für die Wölfe, na gut. Ja. Weil ich auf Adeptia gestellt habe. Warum es auch immer auf Lehrling stand. Das hat mich beim letzten Aufnehmen schon gewundert, warum das alles gar so easy ist. Zu leicht wollen wir es uns ja auch nicht machen. Der Hase hört bestimmt auch, wie ich die Sehne spanne. Na, ist nie angekommen. Wenn was trifft, dann macht es auch so ein treffendes Geräusch. Es macht ein treffendes Geräusch. Ich hätte gehofft, ich finde wieder, da war er doch. Na komm, na komm. Ach, scheiße. Da ist ein Drachenschrein anscheinend, da gehe ich jetzt aber nicht. Da müssen wir nicht gegen den Drachen kämpfen. Man muss es ja dann... Oh nein. Oh nein, unser schlimmster Feind ist wieder da. Und wir müssen da runter. Und ich treffe mich. Hä, warum treffe ich denn nicht? Jetzt hat's getroffen. Doppelter Schaden. Ja, super. Solange noch nie rallt, wo es herkommt, kann ich hier ordentlich noch Schaden machen. Und schleichen ja auch gleich noch. Jetzt hat er uns entdeckt. Das macht denn überhaupt nichts. Kacke, und ich habe wieder nie... Ich glaube, ich spiele auf Lehrling weiter. Knarf. Meine Hände sind doch echt irgendwie... Ich habe hier gewartet jetzt, ne? Hat wieder irgendjemand was getwittert. Oh. Oh, 6 Stunden, bitte. Danke. Okay, dann gehen wir wieder. Das habe ich erledigt, hoffentlich alles. So, ich denke mal ja. Mammut. Der Wolf, den habe ich vergessen. Da kamen nochmal zwei, ne? In dat Arsch. Dieser Eistroll. Wie kriegen wir diesen Eistroll down? Ohne dass er uns zu sehr peinigt. Ich kann mal ausrüsten die Stahlpfeile. Die bringen ein bisschen mehr Schaden, aber jetzt auch nie
Vor allen Dingen, wenn ich sie sinnlos verschieße, bringen sie mehr. Unbedingt. Bin ich jetzt hier hoch? Ja, ne? Ich glaube. Ich glaube, mir war so. Die Stahlpfeile machen halt ein bisschen mehr Schaden, aber dann ist halt immer noch der Troll dort. Boah, der Troll. Immer diese Trolle, die sind im Internet schon so anstrengend. Na, mal sehen. Ach. Fast vergessen. So. Wieder zwei Stahlpfeile verschossen, sinnlos. Naja. Was ich vorhin noch erzählen wollte, was ich gebastelt habe, ist, ich baue gerade für die. Hab angefangen für die RPC eine Samurai-Rüstung zu bauen aus EVA-Schaum. Und es geht ganz schön auf die Hände, das Zeug zu schneiden. Wenn ich den Troll von hier aus treffe, dann könnten wir ihr leichtes Spiel haben. Eigentlich sowas von getroffen haben, der Schuss. Vielleicht treffe ich ihn auch mal. Ich weiß nicht, ob zu kurz oder zu weit. Keine Ahnung. Der war zu weit. Okay, wahrscheinlich kann ich doch relativ, weil ich bergab schieße, doch relativ gezielt auf den Troll ballern. Nee. Trifft auch gar nicht. Jetzt habe ich 10 Pfeile in den Sand gesetzt. Oh, wie wär's denn mal, wenn ich mit den Eisenpfeilen Maßen nehme erstmal, bevor ich... Der ging daneben auf jeden Fall. Ich treffe nie. Treff den blöden Troll nie. Ja, und wenn er jetzt natürlich rumklippt wie so ein junges Reh. Okay, der war knapp drüber. Schleichen verbessere ich jetzt natürlich sehr schön. Lässt mich nicht treffen. Das Spiel lässt mich einfach von hier aus nicht treffen. Daran muss es liegen. Es will nicht, dass ich den armen Troll so veralber. Kommt er mir entgegen. Ja, sitzt doch. Mich angeblich entdeckt, So, jetzt kann ich auch die Stahlpfeile nehmen. Spann den Bogen und überspannen. Und wo ist jetzt das Vieh? Hä? Gib keinen Platz, wo du Deckung hast. Scheiße, doch, anscheinend schon. Genau dort. Schieß auch, glaube ich. Nein, nicht runterfallen. Schieß auch aus. Alter, diese Alpha-Wenn-Wand-Kacke. Ich schieße hier auf den Felsen. Was soll das denn? Kann ja ohne Kurven davon. Das ist immer ätzend. Ich hab den eindeutig nicht auf den Felsen gezielt. Nein. Wahrscheinlich, wenn ich in der Außenperspektive. Nee, eigentlich auch nicht. Passt eigentlich alles. Hier klippt er mir dort auf den Felsen. So ein Scheiß.
Renn doch nicht weg, mein Troll. Ja, jetzt ist er wieder irgendwo am Felsen hängen geblieben. Ey, nie verstecken jetzt. Oh, wieder irgendwo hängen geblieben. Wenn ich nicht hängen bleiben kann. Das sind halt alles verschwendete Pfeile, ne? Die irgendwo hängen bleiben. Was soll das denn, dass das immer noch dagegen klebt, verflucht? Alter, du wirst mich doch verarschen, oder? Die fallen alle runter dann, ne? Aufpassen, dass ich selber mich nie runterwiggle. Was auch witzig ist, guckt mal wieder auf den Lebensbalken des Trolls. Kriegt den nicht runtergeballert. Ich weiß nicht, wo der den Selbstheal her hat. Muss den einen Pfeil nach dem anderen reindrücken und jeder muss treffen, sonst hat er den vorigen Pfeil wieder weggeheilt. Boah, ist das ätzend. Oh, wieder einer gegen die Wand gegangen. Ich meine, ich kann schön Schießkunst verbessern, da bin ich nicht unbedingt böse damit, aber es ist echt ätzend. Wir verlieren so viele Pfeile bei dem Scheiß-Troll. Ich weiß nicht, was sich die Entwickler damals dabei gedacht haben, den Spieler Gegner entgegenzustellen, so weit am Anfang, die er absolut nicht besiegen kann. Also wirklich nur mit hier fiesesten auf irgendwelche Sachen rumgeklippe und mit einer Tonne an Pfeilen. Wenn die Pfeile eher ausgehen, bevor der Troll down ist, haben wir sowieso einen Zappen. Ist er wieder vollgeheilt, dann würde ich wahrscheinlich laden. Und versuchen, mich um den Troll drumherum zu schleichen oder irgendwas. Keine Ahnung. Ah, daneben. Hat aber noch nie gestanden. Ah, es geht da wieder dahin, fängt sich ihn ein. Es geht da wieder dahin, fängt sich ihn ein. Nee, fängt sich keinen ein, weil es wieder irgendwo da. Das gibt's nicht, ey. Dass ich wieder nicht runterfallen. Noch 10 Pfeile. Also knapp. Echt knapp. Boah, kannst jetzt mal stehen bleiben. Ich will dich einfach nur töten. Das ist so lästig, ey. Springe ich vor Freude im Tod. Das stinkt mich ein bisschen an. Ich mache jetzt eine andere Quest. Müssen die Grauärsche halt erstmal warten. Eine Gruppe, die sich selbst Kier nennt, sucht nach irgendjemandem. Die goldene Glaue. Hm? Die kann ich mal mitbringen. Bringt die Klaue zu Lucan. Wo ist denn der? Luke Skywalker. Das kann ich deselektieren. Dann finde ich es vielleicht auch. Verarschen? Ach, in Flusswald. Nice. Da gehe ich gerne hin. So now.
Bei den Göttern, dann ist es wahr? Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Sollen denn einfache Kinder ein solches Monster besiegen? Ihr da! Ihr werdet Drachenblut genannt? Ja, ich bin ein Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als ein Abklatsch. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Jemand muss etwas unternehmen. Ich werde. Oh Mann. Was seid ihr denn für Idioten? Und die nächsten Spacken hier ausgegraben oder was? Immer auf den Kultisten selbst gehen. Alter, ihr könnt doch nie hier alles töten. Was seid denn ihr für Idioten? Vor allen Dingen nie mich. Die auch wieder so eine so hohe Selbstheilungskraft oder kriege ich die auch mal down? Ja, die kriege ich down. Aber die töten hier gerade das Dorf, diese idiotischen Kultisten. Was ist das denn? Die kenne ich übrigens echt noch überhaupt nicht. Oh nein, hat sich geheilt. Die sehe ich gerade das erste Mal. Und jetzt hat gerade irgendeine Notification. Wo sind sie denn jetzt hin? Hä? Kultist. Doch hier gestorben. Oh, was ist passiert? Interessant. Die kenne ich wirklich nie, wie gesagt. Schwere Rüstung. Ach, schade. Kultistenrobe. Magika regeneriert 75% schneller, hat aber keine Rüstung. Die hat so einen geilen Arm. Sehr eigenartige Dudes. Ja, das frage ich mich auch ehrlich gesagt. Wo ist denn der andere? Hier, der hat noch eine Markierung. Die habe ich noch nie gesehen. Ist hier, sind die durch irgendein Addon? Keine Ahnung. Spoilert mich nie. Zauberbuch Eichenhaut nehme ich gerne. Und die Befehle nehme ich auch gerne. Auch schwere Rüstung, schade. Lest die Kultistenbefehle. Was ist das? Könnt ihr mal bitte die Schrift da wegnehmen? Ich würde es gern lesen. Geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid. Bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Tordras Dunkelfeder, bevor er in Solstheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolges zurück, dann wird Mirax dich zu erkennen geben. Ah. Okay. Aber jetzt bestimmt eine Queste bekommen, oder? Eine Queste, nämlich Drachenblut? Also nach Solstheim. Okay. Achso, das ist das. Alles klar. Na, ich will jetzt da nie hinreisen. Ich will jetzt gerade nie da hinreisen. Ich will jetzt die goldene Klaue abgeben. Hallo.